In allen Farben des Regenbogens glitzert es, das Öl aus den überfluteten Häusern und Autos. Über 300.000 Liter wurden bereits abgepumpt und entsorgt. Dennoch liegt an manchen Stellen immer noch ein dünner Film auf dem Wasser. Dieser ist sehr schwer abzuschöpfen. Das Krisenteam hat es jedoch unter anderem mit Hilfe von Ölsperren geschafft, dass kein Öl in die Donau und die Isarauen fließt. In den Polderflächen bleibt es allerdings teilweise zurück. Das Erdreich wird kontaminiert. Die Polderflächen ausbaggern, wir reden ja da von einer Fläche, da waren ca. 51 Millionen Kubikmeter Wasser drin. Also das wird technisch nicht umsetzbar sein. Es werden dann im Nachgang mit Sicherheit verschiedene Stellen Bodenproben genommen, wo wir mehr Luftbilder haben, wo mehr Öl sich gesammelt hat, wo wir dann es abgenommen haben, wo dann Schlamm zurückgeblieben ist. Das wird alles untersucht mit der Zeit und dann festgelegt, wie stark die Verunreinigung ist. Das Krisenteam ist sich jedoch sicher, das Problem langfristig komplett lösen zu können. Die Bewohner sollten jedoch in der nächsten Zeit sicherheitshalber kein selbst angebautes Obst und Gemüse essen. Es haben jetzt schon mehr Fachkräfte und Behörden dazu gesagt, dass auch sehr viel Öl, auch vor allem so dünne Ölschlieren, erstens durch die Sonne auf dem Wasser abgebaut werden und zum Zweiten auch durch die Pflanzen dann abgebaut werden. Also da, wenn man dann eine Zeit, ein, zwei Jahre abwartet, dann ist das abgebaut. In den Polderflächen liegen auch etliche Kiesweiher. Sie werden von den Deggendorfern im Sommer gern zum Baden genutzt. Momentan aber keine gute Idee. Ja, weil die Badeseen ja auch überflutet waren mit dem ganzen Hochwasser. Und durch das zurückgehende Wasser, durch die Hitze, bilden sich ja Bakterien in dem Wasser. Und wenn man da durchschwimmt und nimmt man Maifall, dann kann es sein, dass man Durchfall kriegt oder sonstiges. Und deswegen sollte man das jetzt meiden, obwohl es weder dafür hervorragend wäre. Aber das würde ich jetzt vorerst sein lassen, bis sich die Seen wieder oder die Weihen wieder selber gereinigt haben. Das dauert halt eine Zeit. Das Badeverbot ist für die Flutopfer und Helfer wohl derzeit das kleinste Problem. Die Arbeit ist bei der momentanen Hitze nicht nur körperlich anstrengender, sondern wird auch noch durch einen üblen Gestank erschwert. Öl, verendete Tiere und viele andere Gerüche liegen in der Luft. Wir haben extreme Geruchsbelästigungen. Wir finden verdorbene, verweste Lebensmittel. Gerade momentan haben wir aktuelle Einsatzmeldung, dass die Bundespolizei sich zurückziehen muss, weil der Gestank, dass das nicht mehr möglich ist. Bereite momentan auch gerade eine Entscheidung vor, wie wir das lösen. Geht wahrscheinlich nur mit schwerem Atemschutz. Ja, wie gesagt, Häuserkampf pur und dazu kommt noch landwirtschaftliche Anwesen. Und wie gesagt, diese seit jetzt 15 Tagen im Wasser stehenden Häuser. Trotz des schier unerträglichen Gestanks im Hochwassergebiet besteht aber kein Gesundheitsrisiko. Unsere Leute sagen, dass derzeit keine Seuchengefahr besteht. Wir werden solche Sachen kontrollieren natürlich, aber da ist jetzt von unserer Seite nichts veranlasst. Obwohl nicht gefährlich, ist der Gestank sehr unangenehm. Zudem setzen sich die Gerüche und das Öl in den Häusern und Straßen fest, vermutlich auch noch für die nächsten Wochen. Mit einer rein biologischen Methode sollen diese Verschmutzungen nun schnell bekämpft werden. Große Straßenreinigungsmaschinen säubern mit einem speziellen Mittel alle Fahrbahnen und Wege im Hochwassergebiet. Neutralisiert werden sollen auch die Partikel, die für den strengen Geruch verantwortlich sind. Für Menschen, Tiere und Pflanzen ist dieses Mittel völlig ungefährlich, sagen die Verantwortlichen. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass eine Kombination aus verschiedenen Mikroorganismen, die beispielsweise aus die gleiche Familie von Mikroorganismen sind, die sie auch in einer Joghurtproduktion haben. Diese Mikroorganismen sind vollkommen ungefährlich. Zudem sind sogenannte Fermentationsextrakte in dem Produkt enthalten. Das sind also Werkzeuge, die Mikroorganismen brauchen, um ihren biologischen Abbauprozess eben zu tätigen. Auch in einigen Häusern wurde das Reinigungsmittel bereits angewendet. Die ersten Erfahrungen der Bewohner sind positiv. Sowohl die Ölverschmutzung wie auch der Gestank werden geringer. Die mikrobiologischen Reinigungsmittel sind eigentlich schon lange am Markt, aber noch nie in so einer extremen Situation eingesetzt worden. Wir haben einen Vertriebspartner, das ist die Firma Health Complete aus München, die wiederum über das Umweltministerium gebeten wurde, diese Technologie hier auszuprobieren. Und da sind wir momentan dabei, um halt wirklich in so einem schwierigen Falle, wo also die Aufgabenstellung doch eine sehr große ist, die Technologie wirklich zu beweisen, dass sie funktioniert. Tag 15 im Ausnahmezustand. Mit Abfließen des Wassers werden immer mehr Probleme sichtbar. Doch die Betroffenen wirken gefasst und tun alles dafür, dass so schnell wie möglich wieder Normalität einkehrt.